nochmal als letztes. Dann haben wir noch eine Aufgabe und dann nochmal die Arena. Also drei Folgen noch, dann müssen wir, kommen wir jetzt in die Arena. Gut. Dann würde ich sagen, genau. Bis morgen. Tschüss. Bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind in Prismania City angekommen und das steht heute als nächstes auf dem Schirm. Latsch dich ja dauernd von mir rum oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Entschuldigung, mein Gott. So, da oben lag noch ein Item, was ich mitnehmen möchte, auch wenn uns das eigentlich nicht viel bringen würde. Obwohl doch, es ist ein Nugget. Das sind meine 5000 Pokédollar, die uns das Item bringen würde. So, ich kriege aber langsam mal wieder. Ich muss mich mal was bestimmen. So, wir haben Pokémon Center, haben wir nämlich auch nicht mit Leuten gesprochen. Das machen wir doch heute. Siehst du die Frau da hinten in der Ecke? Die mit dem Abraham-Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Hier? Oh, der Nevoli sieht äußerst vielversprechend aus. Ich bin ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu lernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du ihm, dass ich eine meiner fantastischen Attacken beibringe? Ah, Knisterladung ist Blubsauger. Blubsauger ist bestimmt. Evoli möchte Blubsauger lernen. Was fehlt das? Was ist das für eine Attacke? Wasser, oh. Kannst Doppelkick rausnehmen. Nehmen wir hier Doppelkick wieder. Ja, ich möchte mal gucken, was wir noch so haben. Pulsieraura. Was haben wir das? Das ist die Psycho. Das ist auch nicht schlecht. Dann kann ich Kopflos dafür rausnehmen. Der Kopflos kann ja mal Nidoking auch. Und als nächstes kann ich Schaufler rausnehmen. Flackerbrand ist Feuer, Knisterladung ist Elektro, Quellzone. Was ist Quellzone für eine Attacke? Unlicht. Stärke 90, Genauigkeit 100. Ja, nämlich Biss raus. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Flackerbrand ist Feuer und Knisterladung ist bestimmt Elektro. Okay. Nö, dann passt das so. Puh, dann haben wir die Attacken gerade geklärt. Ach, da ist die Frau. Die Pokéflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man die auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. Hihihi. Madame Prismania grüßt dich, junger Herr. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für zack 10.000 Pokédollar kann ich deine Zukunft sehen und es dir verraten. Hast du Interesse? Okay. Gut, sehr gut. Dann lass mich dir einige Fragen stellen. Vor dir siehst du 5 verschiedenfarbige Blumen. Welche dieser Blumen würdest du gießen? Die blaue? So ist das also. Wenn du eine der Blumen schützen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Die gelbe? Hokus pokus fidibus, mit der Ungewissheit ist jetzt Schluss. Lege ich falsch, fresse ich ein Wesen, du triffst heute Pokémon mit diesem Wesen. Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Heute führt dich das Schicksal vor allem mit Vertretern des folgenden Wesens zusammen. Mate. Es war meine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ich hoffe, das Schicksal wird gut zu dir sein. Okay. Na gut. So, sie ist gut. Die Attacken, die waren nicht schlecht. Das war gar nicht so doof eigentlich. Da haben wir jetzt einige Movesets dabei, aber mit Wasser-Pokémon und so. Ja. Okay. Wasser-Psycho haben wir jetzt. Und noch eine neue starke Unlichtattacke. Quapus, mein bester Freund. Es hat sich aus einem Quapuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Ich will auch Quapuzzi. Ach, guck mal, das ist Rocco. Oh, hallo, was für ein Zufall.
Und sich hier gerade mache. Ich bin auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? So bin ich eben. Ein Profi durch und durch. Leider sehen meine Kollegen, dass ich alles so. Alle nicht so. Ja. Deshalb bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Memorial-Krieger waren als Mitbringen sie gedacht. Hier, dafür kannst du es haben. Wenn ich Memorial-Krieger knabbere, kriege ich meinen ganz trockenen Hals. Trinke am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Oh, verflixt. Ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufnehmen. Er sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Ich wollte es auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir. Immer weiter so. Jo. Was haben wir hier? Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon, als das war's. Oben im 5. Stock des Einkaufszentrums. Schau mal ruhig vorbei. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus. Ansonsten ist es total lieb. Okay, hier kommen wir gar nicht weiter. Das ist dann die Route 16, die uns nächstes ansteht. Da kommen wir gar nicht raus. Da kommt hier gar nicht. Nee. Scheinbar nicht. Schade. Okay. Hier kann ich auch noch nicht viel weitermachen. Was haben wir hier? Mist, ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Die Eiskristalle kann man nur noch knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Ja, da müssen wir uns auch nochmal in Ruhe umgucken. So, eigentlich haben wir ja jetzt größtenteils schon Prismania City. Jawohl, warte mal, wir haben mal einen Quatsch. Ja, nein. Prismania City noch nicht. Ja, hier sind noch einige Leute. Von seinen geliebten Pokémon entgegen zu sein, in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken. Das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Ja. Naja, auch hier ist nichts eigentlich drin. Gucken wir mal hier hoch. Und gucken uns hier um. Wir gucken uns auch dann auf der Rückseite des Hauses um. Da findet man eigentlich den Originalspinner Nevoli. Aber das haben wir ja hier halt einfach schon bekommen. Ich halte gerade hier ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Eine Firma, der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Das macht mich ganz schön neidisch. So. Ich bin der Grafiker. Ich war es, der das Design für dich entworfen hat. Ich bin der Projektleiter. Dir scheint das Spiel ja eine Menge Spaß zu machen. Das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vollständig hast. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erik gar nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Ich bin der Programmierer. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber schau noch mal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Okay. Und hier oben haben wir 3 Energiebonbons zu finden. Okay, dann gehen wir jetzt wieder runter und gucken uns auch die Rückseite des Hauses an. Und dann gehen wir ins Einkaufszentrum. Und dann müssten wir so eigentlich alle haben heute. So, was wir hier noch machen? Das ist kein Info, kein Trainer. Gut. Nein, kein Trainer, kein Mensch. Zum Quatschen. So, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier auf die Rückseite irgendwo komme. Ja, hier hinten. Wie gesagt, den Originalspinn findet man in Evoli. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt hier kriegen. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich auch mal kurz vorbeizugehen, weil, wenn ich ehrlich bin, bisher lohnt sich das immer mal so ein bisschen zwischendurch reinzugehen. Aber hier oben geht es irgendwie noch weiter. Wir finden ein Item, und zwar ein Sonnenbogen. Nice one. So.
Jetzt aber weiter geht's auch nicht weiter, ne? Gucken, was wir hier kriegen. Auf jeden Fall bestimmt was Interessantes. Aha, eine TM. TM 44 Knödler. Es steht zwar auch draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los, verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit den Pokémon, was das Zeug hält. Ich hab das Schild noch nicht mal gelesen. Was steht denn hier? Ich weiß alles. Oh, okay. Gut, dann haben wir das auch. So, jo, dann sind wir hier auch mit durch. Dann fehlt uns tatsächlich nur noch ein Gebäude und das ist das Einkaufszentrum hier von, was meine City, wenn ich richtig auf dem Schirm habe, weil eigentlich haben wir ja sonst alles abgearbeitet. Ja, hier geht's nicht weiter, okay. Ist. Ja, die Gebäude hier, die machen wir noch. Das kommt noch später. Das kann ich euch schon mal jetzt versprechen. Gut, wie gesagt, es fehlt noch das Einkaufszentrum, ansonsten müssten wir eigentlich alle haben. Und dann können wir in der nächsten Folge tatsächlich in die Arena. Naja. Herzlich willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf dem Schild hinten findest du auf dem Schild hinten an der Wand findest du eine Übersicht zu den einzelnen Stockwerken. Du, kaufst du mir ein paar Accessoires für ein Pokémon? Bitte. Aber das vierte Obergeschoss ist doch so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? In einem Einkaufszentrum eine Sitzgelegenheit zu finden, ist manchmal das Beste auf der Welt. Wenn du mein Alter kommst, wirst du verstehen, was ich meine. Und ich weiß, was du meinst. So, gucken wir mal, was haben wir dann hier? Kundeninformationen, Trainerabteilung, Videospiele, Geschenkartikel, Accessoires und dann oben die Getränkeautomaten. Gut. Dann fangen wir mit Stockwerk 1 an. Hast du schon mal die Stahlattacke Eisenschweif eingesetzt? Beim Pokémon vom Typ Fee, Gestein oder Eis sind sie ganz besonders einschlagend. Nein, hab ich noch nicht. Ich hab's noch nicht mal. Mit etwas Glück verpasst die Attacke Triplette den Ziel- und Statusproblem. Das Gefühl, wenn es klappt, ist einfach unbeschreiblich. Wow, hier gibt's jede Menge starke und nützliche Terms. Ich bin nie wieder weg. Was? Hier gibt's Terms? Was? Halt. Warte mal. Ich muss mal gerade gucken. Okay, das ist ein normales Pokémon-Center, das ist ein normales Einkaufsding, aber jetzt gucken wir gerade noch, sorry. Auf. Hier haben wir TMs, okay, was haben wir denn hier Schönes? Drachenrute, Kehrtwende, Eisenschweif, nice one. Fangen wir mit Eisenschweif an. Und dann hole ich mir die TM-Kaskade. Ich habe nicht genug Geld, okay. Was haben wir denn noch Schönes? Kehrtwende, Drachenrute, Drachenrute ist gar nicht so schlecht. Der ganzen TMs, die müssen wir Spukball vor allen Dingen noch mal kaufen. Warte mal, ich habe bestimmt noch ein paar Sachen, die ich verticken kann hier. So, erstmal das verticken. Ich würde jetzt gerne einen Spukball kaufen. Spukball kostet aber 30.000, ne? Könnte ich die Vertage auch verkaufen? Hyperball XFR. Ja, die ganzen Bonbons, die bringen alle nur 10 Dollar. Und da oben so eine Riesenperle, die ich verkaufen will. Ja, ich krieg keine 30.000 zusammen, oder? Ich bin bei 21.000. Nee. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Schade, okay. Kriegen wir schon hin, irgendwie 30.000 ist ja nicht ein Problem. Die Items 25.000, das Spukball, den will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Cool, mein Pokémon tauscht noch kein Gamma gegen mein Apollo. Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, mein kleines Apollo. Ich bin Apollo-Sammler, weißt du, das Apollo hat sich beim Tausch an einem anderen Pokémon entwickelt. Ja, es gibt vier Pokémon tatsächlich, die sich beim Tausch weiterentwickeln, und zwar Kadabra zu Simsala, Apollo zu Gengar, dann Machoke zu Machomai und Gerock zu Geowatz. Und zwei Pokémon von denen haben wir schon.
Alle Pokémon, die du selber gefangen hast, haben die ein und dieselbe ID-Nummer. Pokémon mit einer anderen ID-Nummer hast du so ziemlich sicher per Tausch bekommen. Hier? Okay, ich dachte, wir haben jetzt noch irgendwas Wichtiges, so eine Tauschstation oder so. Oder kriegen wir noch was zu tauschen? Warte mal. Ich muss ganz dringend auf Toilette, doch hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät. Also hilft mir noch jemand, reicht mir denn niemand die Hand? In diesem Sinne, hältst du die Themen 3 rechte Hand. So, die Attacken eines Mitschreiters. Definitiv, oh, gar nicht mal so schlecht eigentlich. Was hier oben noch? Ich muss da langsam gleich mal Feier machen, weil irgendwie läuft noch mal so sinnvoll. Naja, noch ein bisschen, oder? Doch. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen Entwicklungsstein auf sie anwendest. Und Evoli möchte nicht. Okay. Haben wir noch hier einen Sonnenstein? Ja, ich kann mir einen Donnerstein kaufen. Sehr geil. Und damit haben wir die Möglichkeit, Pikachu weiter zu entwickeln dann später. Ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Wenn ich einen Wasserstein gebe, entwickelt sie sich vielleicht. Was? Ha, diese Accessoires für Pokémon sind einfach alle so unglaublich reizend. Am liebsten würde ich sie ja selbst tragen. Herzlich willkommen. Ah, ne, danke. Brauche ich nicht. Was hast du noch hier? So Brillen. Sonnenbrillen. Oh, nehmen wir doch mit dunkler Sonnenbrille. Ja. Wer ein Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das waren schon die Etikette. Diese Nektarhüte sind so ziemlich eigentlich ziemliche Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich. Du wirst schon sehen. Mode Magazin, ich komme. Ach, Hüte brauche ich jetzt aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Das wäre auch wichtig. Hä? Aha, hier würde mich den Getränkeautomaten anschauen. Ja, du kannst Wasser haben, klar. So, dann kaufen wir mal ein bisschen ein. Weil dann machen wir nämlich hier auch noch schnell das Ding fertig. Und dann sind wir wirklich komplett heute fertig. Also dann muss ich echt einen Break einsetzen hier. Ich hab Durst. Ich will jetzt sofort was aus dem Getränkeautomaten haben. Ja, ich hab noch genug, ne? Einmal die TM6 Lichtschild. Ja, du kriegst ein paar Attacken dafür, ne? So, was möchte haben wir denn hier noch schönes? Ja. Sprudel. Was haben wir hier noch? TM9 Reflektor und dann haben wir bestimmt noch so eine Attacke drauf. Ja, was haben wir noch? Limonade. Na, und dann die TM7 Schutzschild. Ja, sehr nervige Attacke. Okay, dann haben wir zumindest die drei Schilder kassiert. Und dann haben wir vielleicht auch der Typ hier. Mann, ich weiß, das ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie unglaublicher Quälgeist sein. Das macht mich ganz manchmal so verrückt. Ein Wanderer wie mir, es liegt jetzt einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen. Selbst wenn es dabei um Einkaufscenter handelt. Jo, okay, dann sind wir wirklich heute durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's in der Arena von Prismania City weiter, ne? Bis dahin. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, bis morgen um 18 Uhr.